Die Spiel in Essen ist die größte Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele auf der Welt. Rund 147.000 begeisterte Fans zieht es jährlich auf das Messegelände. Für die 810 Aussteller stellt sich jedes Mal die Frage, wie locke ich möglichst viele Besucher an meinen Stand? Spielerisch einfach in Form einer Quest. Das ist die Lösung der Firma Questor. Bei diesem Spiel befinden sich Poster über das ganze Messegelände verteilt. Mitspielen kann jeder mit seinem Smartphone. Die Besucher müssen nur die App herunterladen und einen Charakter auswählen. Dann lautet die Aufgabe, möglichst viele solcher Barcodes finden und scannen. Unter diesen Barcodes sind Waffen versteckt, Zaubertränke, Rüstungen zum Beispiel. Und die machen den Charakter nach und nach stärker. Und dann irgendwann können sie sagen, okay, jetzt bin ich stark genug. Dann können sie zum Stand gehen, wo der Troll ist und versuchen, den Troll in einem Kampf mit dem tatsächlichen Produkt, also mit dem Brettspiel, dann auch zu besiegen. Und dafür wird dann dieser Charakter benutzt, den man hochgelevelt hat. Einer der Mitspieler ist Fabian Heinz. Der Gamer sammelt gemeinsam mit seinen Freunden die Waffen ein. Sein Ziel ist es, den Troll auf dem Stand der Firma Pegasus zu besiegen. Die Entwickler verfolgen mit dem Spiel aber einen ganz anderen Zweck. Das Ziel, das der Anbieter für dieses Spiel hat, ist, dass die Leute sich über eine längere Zeit und sehr intensiv mit diesem Produkt zu beschäftigen, also mit diesem Brettspiel, um das es hier geht. Das heißt, wir nehmen Spielelemente, Konzepte aus Spielen und nutzen die in Nicht-Spielsituationen. Beispielsweise in Marketing-Situationen. Also das Trolljäger ist ja eine Marketingaktivität, ist ja kein Spiel primär. Für die Leute kommt es als Spiel rüber, aber eigentlich ist es eine Marketingaktion. Und genauso kann man das auch in anderen Bereichen einsetzen. In Logistik zum Beispiel, in Mitarbeitermotivation, in Kundengewinnung, in Kundenhalten zum Beispiel. In all solchen Situationen kann man das einsetzen. Gamification nennt sich diese Art der Werbung. Dabei nutzen die Entwickler den Spieltrieb der Messebesucher aus, sodass diese sich ausgiebig mit dem Produkt beschäftigen. Zum Schluss winkt sogar noch ein Gewinn. Die Besucher fühlen sich dabei nicht etwa hintergangen. Im Gegenteil, sie begrüßen diese Marketingstrategie. Gut, ich habe jetzt gewonnen, da freue ich mich natürlich besonders. Die Erweiterung, die ich mir eigentlich kaufen wollte, gerade gespart. Das ist natürlich schon schön. Prinzipiell finde ich das eine ziemlich gute Idee. Es zu verschmelzen, das ist natürlich auch für die anderen Partner von Pegasus extrem wichtig, weil man kommt vorbei, man kommt mit denen ins Gespräch und es macht viel Spaß. Man sieht auch einiges von der Messe, was man vielleicht so gar nicht beachtet hätte. Also wir haben erstens viel Spaß gehabt bei den Suchen der einzelnen Quest-Gegenstände, die man sich holen konnte, um den Troll zu besiegen. Haben dabei auch ein bisschen über die Messe geschlendert, das war ganz nett. Ich glaube, dem einen oder anderen Verkäufer sind wir auf die Nerven gegangen, weil wir gefragt haben, wo diese Dinger sind, weil wir sie nicht gleich gefunden haben. Auch Fabian Heinz hat in der Zwischenzeit genügend Waffen zusammen. Jetzt kann er den Kampf gegen den Endgegner wagen. Trolljäger ist ein Rollenspiel, entwickelt für eine ganz spezielle Zielgruppe. Die Firma Questor hat aber nicht nur dieses Produkt im Angebot. Durch nur wenige Veränderungen wird ein ganz anderes Publikum angesprochen. Wir haben zum Beispiel das GeoQuest, das auf der gleichen Engine basiert, auf dem gleichen Framework basiert, wo es nicht darum geht, Barcodes zu sammeln, sondern Orte zu sammeln. Und wo die Leute in einem sehr einfachen Editor online im Web sich Schnitzeljagden zusammenbauen können, die aus einzelnen Punkten bestehen. Jeder Punkt kann von einem bestimmten Typ sein, Text, Quizfrage oder Video. Und die Spieler können dann auf einer Karte diese einzelnen Punkte besuchen. Und sobald sie einen Punkt besuchen, dann bekommen sie das Video abgespielt oder sie bekommen eine Quizfrage, die sie richtig beantworten müssen, oder sie bekommen einen Text angezeigt. Genau das gleiche Konzept, genau die gleiche Technologie, nur in einer anderen Anwendung. Mit GeoQuest können also private Nutzer eigene Schnitzeljagden erstellen. Zum Beispiel als kreative Wegbeschreibung oder als Rätselspaß für zwischendurch. Die Einsatzgebiete sind vielfältig. Und egal ob als Privatvergnügen oder ausgeklügelte Marketingstrategie, die Rätselnden finden in jedem Fall immer mit Spaß am Spiel zum Ziel. Nutzen Sie den Spieltrieb Ihrer Kunden, um Marke und Loyalität zu stärken. Bauen Sie Apps mit Questor.